Recep Tayyip Erdogan war das. Der türkische Präsident auf einer Fraktionssitzung seiner Partei, der AKP, der noch weiter redet über Amnestie und innenpolitische Themen. Wir verlassen diese Pressekonferenz, denn wir wollen hier weitersprechen mit unserem Nahost-Experten. Marcel Pott ist weiterhin bei mir im Studio. Wir sprechen weiter über den Fall Jamal Khashoggi, den getöteten saudi-arabischen Journalisten, der im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul zu Tode gekommen ist. Herr Pott, wir haben jetzt gerade gehört, was die Sicht des türkischen Präsidenten, was machen wir daraus? Gibt es so wirklich neue Erkenntnisse? Haben wir nicht gehört, oder doch? Nein, haben wir nicht gehört. Wir haben nur bestätigt bekommen, dass 15 Personen eingereist sind von Saudi-Arabien nach Istanbul, dass darunter Generäle, also Militärs war, ein Forensiker, also ein Pathologe, ein Arzt und vermutlich Geheimdienstmitarbeiter. Aber Beweise hat Präsident Erdogan nicht vorgelegt, dass 15 Personen eingereist waren, war bekannt, dass in Saudi-Arabien mindestens 16 Personen verhaftet worden sind in Zusammenhang mit dieser Affäre, war auch bekannt. Und die Behauptung von Präsident Erdogan, dass es sich um einen vorsätzlichen, politisch motivierten Mord gehandelt hat an Herrn Khashoggi, da bleibt er dem Beweis schuldig. Er legt also keine materiellen Beweise vor, sondern bestätigt das, was bisher vermutet war und vermutet worden war. Und darüber hinaus gibt er keine Informationen, sondern drückt seine persönliche Position aus, seine persönliche Meinung, seine persönliche Wertung. Er besteht darauf, dass es eine internationale Untersuchungskommission geht. Das heißt also, dass die Untersuchung aus der Hand der saudischen Regierung herausgelöst werden soll und dass die Türkei selbst bereit ist, mit der internationalen Untersuchungskommission zusammenzuarbeiten, aber auch selber weiter ermitteln wird. Was heißt das in der Konsequenz? Hat er oder hat die Türkei keine weiteren Erkenntnisse oder verfolgt Erdogan hier eine bestimmte Strategie? Das ist die große 100.000-Dollar-Frage. Klar, Sie uns ist, vielleicht beantworten können jetzt. Ich vermute, dass er bestimmte Beweise noch nicht präsentieren kann. Aber es ist durchaus möglich, dass er mit seinem Vorgehen, mit seiner öffentlichen Darstellung, dass es sich um einen politischen Mord handelt oder gehandelt hat, dass er damit den Druck auf den saudischen König, dem er Untersuchungsbereitschaft zuerkennt. Er sagt, der König ist bestimmt entschlossen, weiter aufzuklären. Aber damit er auch aufklärt, hält er möglicherweise Beweise zurück. Er will, dass die Saudis selber beweisen, dass es sich hier um mehr handelt, als sie ursprünglich behauptet haben. Und ist das realistisch? Also ist es denkbar, dass die Saudis oder anders oder auf eine andere Weise dieser Fall aufgeklärt wird? Und welche Konsequenzen hätte diese Aufklärung dann womöglich für den Kronprinzen? Anders gefragt, ist es denkbar, dass der König seinen Sohn entlässt? Also das würde ich, glaube ich, nicht erwarten. Möglicherweise, wenn der Kronprinz nicht zu halten wäre, wenn es denn tatsächlich solche Beweise gäbe, die haben wir bisher noch nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass seine Regierungszeit auslaufen würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Vater den Lieblingssohn vor aller Weltöffentlichkeit und vor der saudischen Öffentlichkeit absetzt und einen neuen Kronprinzen bestimmt. Mhm. Dafür hängt zu viel an dieser Person im Zusammenhang mit der Reformpolitik und der Geschäftspolitik Saudi-Arabiens. Aber klar ist, dass Präsident Erdogan entweder keine Beweise vorlegen will oder sie zurückhält, um den Druck auf das saudische Herrscherhaus, auf den saudischen König zu erhöhen und auch auf den Kronprinzen, um den Druck zu erhöhen.
Denn über das hinaus, was wir hier schon erörtert haben und was bekannt ist, hat der türkische Präsident nichts vorgelegt. Keine neuen Erkenntnisse bislang. Über einen Protagonisten in dieser Geschichte haben wir noch gar nicht gesprochen. Und es ist ein wichtiger, Donald Trump und die USA. Was motiviert denn den US-Präsidenten in diesem Fall? Er hat gesagt, er ist bislang noch nicht zufrieden mit dem Stand der Aufklärung seitens der Saudis. Trotzdem möchte er seine Geschäfte, die er mit den Saudis betreibt, auch nicht einstellen. Welche Strategie, welche Motivation verfolgt Donald Trump? Also neben den geschäftlichen Interessen, die die Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien haben, neben den Waffenverkäufen nach Saudi-Arabien, gibt es politische Gründe für den amerikanischen Präsidenten. Er redet in dem Zusammenhang von einer strategischen Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien und meint damit ein Bündnis, was gegen den revolutionären Iran gerichtet ist. Mit Hilfe Saudi-Arabiens will Präsident Trump den Iran in die Knie zwingen, und zwar über die Ölpolitik. Dafür braucht er aber Saudi-Arabien. Wenn die Boykottmaßnahmen gegen den Iran greifen werden, dann wird der Iran nicht mehr in der Lage sein, auf dem internationalen Markt Öl zu verkaufen, und dafür muss es dann Ersatz geben, das muss kompensiert werden. Und das kann nur Saudi-Arabien. Die können mit einem Fingerschnips sozusagen die Produktion hochfahren, damit die Märkte nicht zusammenbrechen und der Ölpreis nicht wieder auf über 100 Dollar in die Höhe schießt. Ja? Das ist einer der Hauptgründe für Trump, an Saudi-Arabien und an dem Kronprinzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt festzuhalten. Daneben gibt es noch einen zweiten Punkt. Der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, hat das Portefeuille der Palästina-Politik vom Präsidenten in Washington übertragen bekommen. Und er versucht zusammen mit dem Kronprinzen einen sogenannten Nahostfrieden zu drechseln auf Kosten der Palästinenser und zugunsten Israels. In dem Zusammenhang muss man auch die einseitige Erklärung der USA verstehen, Jerusalem einschließlich Ost-Jerusalem als alleinige Hauptstadt Israels zu erklären und damit den Palästinensern Ost-Jerusalem wegzunehmen als zukünftige Hauptstadt eines selbstständigen palästinensischen Staates. Und dieses Unterfangen wäre zum Scheitern verurteilt, einen Palästina-Konflikt zu lösen nach amerikanisch-saudischem Modell auf Kosten der Palästinenser. Denn jemand anders in Riad wird, glaube ich, dieses Konzept nicht mittragen wollen. Vielen Dank, Marcel Pott, für Ihre sehr interessanten Einschätzungen und Analysen hier heute. Danke sehr. Bitte sehr.